Hallo meine Lieben, wir sind wieder zurück in The Division mit der Queen und der Rübe. Hier auf dem Weg zum Einsatz. Pennsylvania Plaza. Genau, oh, Typ, halt's Maul, ey. Was ist mit ihm hier? Achso, genau. Der geht hier nur spazieren, alles klar. Ja, ich würde sagen. Ich klick das mal ganz kurz an. Nee, scheiße. Operationsbasis einrichten doch, ne? Genau. Die Operationsbasis am Postamt wird von bewaffneten Plünderern angegriffen. Hast du das schon vorgelesen? Helfen Sie der Joint Task Force bei der Sicherung des Gebäudes. So. Genau, und wir sind ja jetzt eigentlich mehr oder weniger. Ich scanne nochmal. Keine Bedrohung gefunden. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43. Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los. Muss mal eben schnell hier rüber rennen. Oh, geh runter. Was macht sie? Okay, Moment. Ich mach mal eben hier eh. Wieder und. Geht direkt schon wieder heiß weiter hier. Also diese Haftgranate ist aber noch nicht so ganz geil ausgereift, wenn ich das mal so sagen darf. So ganz viel Schaden mache ich ja noch nicht. Oh wow. Oh shit. Oh yeah. Rüfchen ist wieder im Delirium jetzt. Ja, wo laufe ich denn mal hin? Da. Da. Shit. Geh runter, Fräulein. Ah, der okay. Ist tot. Ja. Ich brauche unbedingt neue Muni, ey. Schieß auf die Köpfe. Wow. Oh shit. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein ja, super. Bericht, boah, ich habe nur noch 12 Schuss. Wahnsinn. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das auf. Ich laufe noch ein bisschen dumm durch die Gegend, ey. Ja. So, ich habe hier noch was aufgenommen. Ich möchte das gleich mal ganz kurz eben schauen, was das war, genau. Boah, krass. Ich kriege nie genau gecheckt, wann die die Dinger zünden da. Ja, du, die über dem Gegner ist dann immer so eine rote, fette Granate. Ach so, da habe ich noch nie so drauf geachtet, ey. Ja. Ach, hier liegt ja auch noch was. Rübchen, wir können, glaube ich, auch Sachen teilen. Pass auf, ich habe jetzt einen Rucksack. Ich habe schon einen sehr guten Rucksack. Kannst du mal gucken, ob du auch was Gutes hast, bevor wir die Sachen immer zerlegen? Ich versuche den mal eben mit dir zu teilen. Warte mal. Ich habe einen 14er Rucksack jetzt. Ja, ich auch. Okay, dann brauche ich das nicht teilen. Genau, und das markiere ich einmal als Schrott. Dann habe ich eine 19er. Hast du denn eine 19er Weste auch? Nee, 14er habe ich.
Okay, dann wie kann ich das denn teilen? Objekt teilen, T. Weil dann sollten wir, bevor wir was zerlegen, glaube ich, immer den anderen fragen. Hier, habe ich jetzt hier. Cool. Hast du? Ja, warte mal, ich guck mal eben. Ups. Ach nee, halt. Ach so, ja, nee, das will ich ja nicht teilen, das Angelegte. Du hast das andere, ne? Ja. Ah, sehr geil, das hat funktioniert. Warte ja, mal, dann guck super. Ich mal. Aber ich glaube, ich habe nichts, was ich dir anbieten kann. Lass mich mal eben hier gucken, da. Ich habe eine neue Schutzmaske. Nee. Hast du eine Atemschutzmaske? Noch gar nicht, nee. Nee, dann doch, hier. eine Sechser habe ich. Ach so, ja, ich auch. Entschuldigung. Bei den Knieschonern habe ich 3. Bei den Handschuhen habe ich 2. Ich habe einen neuen Mod gekriegt. Oh, Reflexvisier, Kurzoptik-Mod. Wofür ist der denn? Passt in M4 Polizeiversion. Dann passt er ja hier mit rein. Hier. Platz wählen und dann anlegen. Ja, cool. Ja, das mit dem Teilen ist echt ganz cool. Dann können wir nämlich, wenn wir was Gutes gefunden haben. Ja, mega geil. Weil, guck mal, die Weste, die hat mir jetzt schon, also meine war ja viel schlechter als die, die du mir jetzt gegeben hast. Können wir denn auch Sachen reparieren? Nein, ne? Ja, wir kriegen ja Stofffetzen, also ich glaube schon irgendwie, ne? Weil ja, warum eben. Sollten wir sonst so Stofffetzen kriegen? Richtig. Okay, warte mal, was war das? Was ich habe doch da gerade was gesehen. Laden? Okay, heißt ja, wir müssen dann jetzt hier runter, ne? Da rein, genau. Waffen oder... Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Ach, du bist schon hochgelaufen. Ja. Scan-Vorgang. Ach so, das ist ein sicherer... Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen. Wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Okay, also die Tussi müssen wir holen, den Typen, ne? Er kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Ah, okay. Jeden Flügel untersuchen. Ja, das machen wir immer zusammen, ne? Sollen wir erst hier rechts gehen? Bist du bei mir? Nee. Hä, wo bist denn du? Ich bin ja gerade noch am Eingang bei der Kiste. Lager ist leer, okay. Timo, wo bist du denn? Ich bin auch am Eingang bei der Kiste, aber irgendwie... Warte mal. Hä? Wo bist du denn? Ein Gruppenmitglied, doch. Du bist blau. Aber ich sehe dich nicht. What? Ich check's null. Du stehst direkt neben mir. Siehst du mich denn? Zumindest. Nee. Ja, ne? Aber vielleicht müssen wir das hier einzeln machen. Okay. Ja, ich glaube ja. Das gehört noch zum Dings. Okay, dann renne ich mal. Du musst die jetzt jeden Flügel besuchen. Ich bin jetzt hochgelaufen, die Treppe. Einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich.
Ja, die Treppe hoch. Ich gehe jetzt hier nochmal in den blauen Flügel. Den muss ich dann auch einmal noch. Schließen Sie den Einsatz in der U-Bahn-Leichenhalle ab, um Paul Rhodes zu retten und den Tech-Flügel wieder in Betrieb zu nehmen. Was? Ach. Lager ist leer. Einsatz U-Bahn-Leichenhalle abschließen muss ich erstmal. Mhm. Aha. Hier haben wir auch ein Lager und ich muss noch einmal nach oben. Oh Gott, jetzt bin ich total desorientiert. Jetzt merkt man, dass ich dem Rübchen immer hinterhergelaufen bin, ne? Achso, jetzt muss ich wieder zum Eingang zurück. Moment, ich renne erstmal zu den anderen Ausrufezeichen hier. Ja, okay. Das war noch, das ist noch mit im Dings gewesen. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Schließen Sie den Einsatz Madison Feldlazarett ab, um Dr. Jessica Kendall zu retten und den medizinischen Flügel wieder in Betrieb zu nehmen. Okay. Hey, ich hab was Sie brauchen. Das war noch Teil einer Cutscene. Okay. Der Bereich hier. Okay, warte mal, ich renne mal zu dem letzten Ausrufezeichen und dann können wir die Mission wahrscheinlich wieder zusammen machen, ne? Ja. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ja, und ich glaube, jetzt werden wir wieder zusammengeführt, wahrscheinlich. Ja, da kommst du. Also, ich sehe dich zumindest. Ja, Katzi. Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, offline. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Fertigungsstation? Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Ich habe eine Cutscene gerade. Ein Fail-Lau. Mhm. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Blaupause, weil es Sie behindern Handschuhe. Würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert. Blaupause, Knieschoner. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Krass, du kannst ja auch Sachen anfertigen, Hammer. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Stufe 5, Stufe 4. Okay, die Cutscene hast du dann wahrscheinlich gleich auch noch. Angelegt. Einsatz abgeschlossen. Stoff. Ach so, den Stoff brauchst du für die Blaupausen. Du kannst ja dann nämlich Sachen selber craften. Hey, sehen Sie sich die Ware an. Okay. Wo sehe ich denn die Blaupausen? Ich brauche einen Kaffee. Wo sehe ich die denn? Hier ist eine Fertigungsstation. Die Cleaners sollen in einem halbfertigen Goldkratzer Napalm herstellen. Ja, sind angelegt. Wo ist denn hier eine Fertigungsstation, was? Hier, wenn du, wo du reingekommen bist, durch den blauen Aufgang, da ist dann links eine Fertigungsstation. Da steht so ein Typ hinterm Tresen. Ah. Und dann hast du auf der linken Seite deine Blaupausen, die du benutzen kannst. Und dann kannst du mit dem Stoff neue Sachen machen. Mhm. Habe ich nicht genug Stoff? Mitteilung der Rettungsdienste. Alle Freilufttrainingsaktivitäten wurden aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres aufgehoben. Okay. Reparaturhandschuhe. Strafvollzugshandschuhe. Die sind besser, aber die. Hm.
Sturmgewehrschaden und die anderen bringen mir MP-Schaden. Okay. Okay, so ganz viel kann ich jetzt hier noch nicht verbessern. Die Flügel sind alle offline. Wir müssen erstmal Strom besorgen hier, glaube ich. Ich gucke nochmal auf die Karte. Also ganz verstehen tue ich das hier noch nicht, aber egal. Einsatzübersicht. U-Bahn, Leichenteile, Lincoln-Tunnel, Checkpoint, Madison-Feld, Lazarett. Bist du denn noch hier oben in dem Dings drin oder wo bist du? Ich bin jetzt, Moment, anlegen. Sie benötigen eine höhere Stufe. Ach so, ich bin erst Stufe 4. Oh, idiotisch. Okay, ich bin hier unten noch, bei dem Exit. Sie verpassen was. Also wir brauchen die U-Bahn-Leichenhalle, Lincoln-Tunnel und Madison-Feld-Lazarett. Madison-Feld-Lazarett ist ja direkt hier in der Gegend. Ja, ich bin auch bei dem Exit, aber ich sehe dich nicht. Nee, ich dich auch nicht. Müssen wir wieder raus erstmal? Ich gehe mal kurz raus. Vielleicht ist das ja hier etwas, wo wir uns trennen, wo wir uns dann nicht sehen, weil es hier dann einfach zu voll wäre. Ich gehe auch mal raus. Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Alles klar. Einführung Spielersuche. Was? Okay. Ja. Genau. Und wir müssten jetzt eigentlich hierhin zu dem Einsatz. Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie, besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Genau. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie wegen dort der auf. Jessica Kendall müssen wir dahin. Die müssen wir ja zurückbringen. Genau. Wir müssen ja die ganzen drei Bereiche da online schalten. Ja. Warte, ich scanne noch mal eben. Keine Bedrohung gefunden. Warte mal, wir müssen... Das ist ja hier. Hier ist das. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Oh! Wir brauchen sie in der Basis, als Personal für unsere medizinische Abteilung. Okay. Was war denn das, ey? Wir bleiben hier als Rückendeckung. Ja, ihr bleibt hier als Rückendeckung. Ja, ja, ist schon klar. Ach, weißt du was? Wir bleiben hier als Rückendeckung. AKA, we got no balls. Da hinten kommen da welche. Da hinten, ja. Scheiße. Wirf doch. Okay. Hier haben wir auch was. Oh, da oben ist noch einer. Oh, hier ist was gedroppt. Oh, ich werde beschossen. Ach, da.
Ich sehe den Typen da oben, aber... Hm. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Sehr gut. Okay. Faye mit dem Sicherheitssystem verbinden. Okay, wir müssen hier hoch, ne? Boah, ich möchte gar nicht aufhören, das zu spielen heute, ey. Na, das ist schon echt cool, ey. Auf jeden Fall. Darf ich mal ganz kurz ins Inventar? Ich muss mal eben gucken. Ich habe irgendwas gekriegt. Ja. Aber ich habe, den Panzer hast du mir gerade gegeben. Das heißt, es ist nicht besser. Bei den Holstern, was hast du da am Start? Da könnte ich dir einen Achter anbieten. Stufe 3, 8. Ja, habe ich auch 8. Okay. Ich habe einen neuen Rucksack gekriegt. Okay, ein 24er. Das ist ja krass. Das ist aber echt krass. Hast du einen 14er Rucksack? Ja. Okay, dann kann ich den hier einmal... Da drübchen, du. Mit Stoff hier. F-Mod. Dann kann ich mal eben gucken, ob hier... Moment mal ganz kurz. Platz wählen. Ich gucke mich hier nochmal kurz anlegen. Um. Ja, das möchte ich bitte anlegen. Nee, ist nix. Und ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Mod anlegen. Anlegen. Er meint, ja, das möchte ich anlegen. Ja, da hinten ist es. Habe ich jetzt ein erweitertes Magazin? Aha. Okay. Bin da. Haben wir? Okay. Dann können wir, glaube ich, hier mal rein. Hier müssen wir einmal Tastatur benutzen. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Jo. Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Dr. Kendall Ratten. Ratten. Lass uns sagte Kendall Ratten. Oh, hier ist was. Ne, Dingensbummens. Eine Tasche. Da bin ich irgendwie mit irgendwas voll. Ja, kannst du die auch noch looten? Okay. Ja, der hat es automatisch aufgesammelt. Das ist natürlich ziemlich geil, ne? Ja. So, Mausi, Tür öffnen. Yo. Booyachaka. Wir müssen hoch, links hoch, genau. Oh, hier ist noch... Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Oh geil, Sturmgewehrmunition. Ja, bei mir auch. Was haben wir hier? Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Okay. Da hinten sind welche. Okay. Jo. Da ist ein lila Heini. Wie wählst du denn die
die Dings aus, die... Was denn? Wie wählst du denn die Granaten aus, wenn du mehr Auswahl hast? Mit G gedrückt halten und dann mit der Maus in die Richtung. Weitere Feinde entdeckt. Was? Scheiße, ich bin fast tot. Okay. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe. Ah, ich sehe gerade nicht mehr so viel. Okay. Ah, okay, die sind aber hier schon mal hinüber, die Jungs. Ja, ich muss mal eben gucken, ob ich jetzt hier noch was finde. Kann ich hier noch was looten? Nee, ich kann... Nee. Nee, ist nichts zu löten. Boah, nicht so nichts zum Löten. So schnell leer geschossen, ey. Ah, doch, hier. Hatte ich noch was. Okidoki, habe ich noch was? Warte, ich guck mal eben. Ja, genau, ich guck auch mal eben. Nee, habe ich nicht. Okay, dann können wir hier bei der Runde. Ja, Moment. Der ist angelegt. Okay. Habe ich noch irgendwas gefunden? Den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Also hier geht's in den Aufzug. Ja, ich guck mal eben, ob hier noch irgendeine Kiste ist, die ich looten kann. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und nee, ne? Dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Okay. Für die Aufzug tun wir das benutzen. Hier, Agent. Holen Sie sie raus. So, fahren wir mal hoch. Ich hab schon wieder 26 Minuten voll, ey. Ah, ja, Hammer, ey, das geht so schnell. Das ist unfassbar, Das ist echt unfassbar. Also wirklich, das ist somit das kurzweiligste ever, oder? Jetzt mal wir haben ja einen Checkpoint. Scheiß. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Oh. Kontaminierter Bereich, Vorsicht, nicht in die rote Zone gehen. Müssen wir hier durch die Tür oder was? Nee. Warte mal. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Ach, hier. Ah. Hm. Hinten ist noch einer. Boah, was verreißt die, ey. Ja. Ich bin gleich tot. Warte, wo bist du? Ja, ich bin... Jetzt habe ich mir noch das letzte Medikit reingeworfen. Krass. Da hinten sind auch noch welche. Noch einer da? Ich sehe keinen. Nee. Können wir da rüber? Mal uns Zeug holen? Nee, ne? Doch, hier außenrum. Doch, außenrum, ja, genau. Nee, doch nicht. Doch. Achso, wir müssen doch hier. Ah. Oh. Hier ist Dr. Kendall. Oh, Dr. Kendall. Warnung, Feinde entdeckt. Oh, Furk.
Krass. Was hat der jetzt gesagt? Diese miesen Schlampen? Ja. Der eine Typ? Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals leben. Hier sind auch noch einer da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Hier liegen noch ein paar, ne? Hier liegen noch was? Warte mal. Ich will auch mal eben hier hinten gucken, ob hier noch was ist. Aber wir müssen Schluss machen, Mausi. Wir sind bei 30 Minuten. Oh, Schissel. Ja. Ach, krass, Mann. Wie schnell das geht. Ich weiß. Das ist richtig krass, ey. Aber wenn du da nicht drauf achten würdest, hätte ich hier 48 Minuten folgen. Was ist das hier? Du rennst schon zurück mit der? Nee. Nee. Okay. Ich bin hier noch unterwegs, um zu gucken, ob hier noch irgendwie was ist. Aber da leuchtet was. So komisch. Warte, der Typ leuchtet hier irgendwie. Ah nee, das leuchtet da hinten, okay. Ja, da müssen wir dann hin. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut, ne? Ja. Ja, genau. Okay, du, mein Gott, ey, das ist so cool, ey. Ich auf jeden Fall. Gedacht, ja, das macht mir vor auch allen Dingen Spaß. Nicht gedacht, dass das so schnell umgeht, die Zeit hier, ey. Wahnsinn. Ja. Hammerhart. Das ist echt krass. Ja, meine Lieben, die Folge ist wieder vorbei. 30 Minuten, das geht rucki zucki. Queen Adidala und ich sind hier natürlich schön am, am Rumballern. Macht auch mal wieder richtig Bock, ne? Yeah, auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich mal von euch und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier in The Division. Ja, ich verabschiede mich auch von euch und danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und krass, es macht voll Spaß. Ich freue mich, es weiterzumachen. Tschüss. Bis dann. Aloha.